Ja, servus Leute, heute ein kleines Tippvideo für euch. Ich wurde seit längerem schon mal gefragt, wie man denn die Uhr ordnungsgemäß einstellt vom Bordcomputer, jetzt spezifisch E36. Und das kann ich euch heute mal zeigen. Hier am Turing-Beispiel ist nur der kleine Bordcomputer drin, geht aber auch auf mittleren und großen so, wie ich es jetzt euch zeige. Und im Anschluss, wenn ich hier euch das gezeigt habe, zeige ich es euch noch am Kompakt, weil da geht es ein bisschen anders da. Ja, dann fangen wir mal an. So, wir machen mal die Zündung ein, dass wir was sehen. Und jetzt, wie man die Uhr einstellt, gehen wir hier mal auf Uhr und Datum. Hier ist das Datum, der passt sogar heute. So, wir drücken hier lange, bis die zwei Punkte in der Mitte bei der Uhr blinken. So, und jetzt können wir hier mit den beiden Tasten weiter drücken. Gehen wir wieder auf 15 Uhr, es war ja 15 Uhr. Und hier kann man jetzt auch die weiter drücken. Gehen wir mal wieder auf 31. Da muss man halt leider durchdrücken, das geht leider nicht anders da. Gehen wir auf 31 und das jetzt hat, solange das hier noch blinkt, ist es noch nicht gespeichert. Jetzt die den Zündschlüssel nicht gleich wieder ausmachen. Jetzt auf Set drücken. Jetzt ist gespeichert. So, jetzt können wir auch den Zündschlüssel ausmachen. Und ihr seht jetzt gleich, wenn ich wieder Zündung anmache, dürfte es wieder gespeichert sein. Ist noch gespeichert. Und somit ist es jetzt am Bordcomputer gespeichert, die Uhr. So, am Kompakt geht es natürlich so. Wir haben ja nur hier zwei Taster. Jetzt schalten wir erstmal wieder um. Wir drücken hier diese Uhr-Taste sehr lange. Bis die beiden da blinken. Jetzt verschwindet auch die hintere Zahl. Jetzt können wir hier erstmal, ja, das geht ein bisschen schwergängig, merke ich gerade, weil es noch kalt draußen ist. Und lässt sich hier dann drücken. Jetzt schauen, es waren jetzt 15 Uhr. 15 Uhr. Und jetzt gehen wir hier auf R, auf S-R, drücken drauf. Jetzt haben wir zwar die Uhrzeit von hinten, das passt ungefähr. Jetzt gehen wir noch mal da drauf. Jetzt haben wir die richtige Uhrzeit. Und jetzt, dass es speichert, drücken wir hier. So, jetzt hört er auf zu blinken. Ihr seht es. Und somit ist jetzt, wenn ich jetzt hier ausmache, 2 Grad, jetzt ist hier die Uhrzeit auch gespeichert. Beim Kompakt geht es natürlich jetzt so. So, jetzt habt ihr es bei beiden Modellen gesehen. In dem Beispiel Fahrzeug hier Touring und natürlich Kompakt. Wie man die Uhr richtig einstellt oder beziehungsweise beim Einstellen dann speichert. Wie gesagt, hier an dem Modell Turing Reset drücken oder das SET, die Taste SET. Und dann ist das Ganze gespeichert, solltet ihr die nicht gedrückt halten. Und wenn ihr die Zündung wieder ausmacht, ist die Uhr nicht gespeichert. Somit gilt es auch fürs Datum. Ihr könnt ja auf Uhr-Dat umschalten und das Datum noch eingeben. Da genau dasselbe auf Reset drücken und dann ist auch wieder gespeichert. So, beim Kompakt ist es natürlich einfacher, da einfach nur die S-R-Taste drücken und dann ist es auch gespeichert. Das ist sozusagen auch die Reset-Taste. Ja, ich hoffe, das Video hat euch einigermaßen weitergeholfen. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Servus, Leute.